Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es weiter mit der Videoreihe Hintergründe mit den Distressoxiden gestalten. Und ich möchte mit euch heute einen roten Hintergrund machen, den man zum Beispiel ganz gut für Weihnachtskarten benutzen kann, wie ich es zum Beispiel hier gemacht habe. Und zwar habe ich mir hier jetzt wieder ein Stück Aquarellpapier zurechtgeschnitten. Ich nutze hier ganz gerne dieses. Ich verlinke euch das alles unten nochmal in der Videobeschreibung. Genau, ich nehme jetzt hier mal einfach ein DIN-A 6 Stück. Habe mir hier schon ein Stück Washi-Tape zurechtgelegt. Werde mir das jetzt hier einmal am Rand auf meiner Glasmatte festkleben, damit mir das nicht so hin und her rutscht. Und ja, dann würde ich sagen, geht's los. Also ich möchte, wie gesagt, rot benutzen. Und zwar zeige ich euch erst einmal, welche Farbtöne ich nehmen möchte. Die dunkelrot und ganz am Ende noch ein bisschen schwarz, um den Rand so ein bisschen ja, kräftiger zu gestalten, damit das Ganze mehr Tiefe bekommt. Ich fange immer mit dem hellsten Ton an, weil man leichter mit den dunkleren Tönen auf den helleren Tönen ja, darüber gehen kann als andersrum. Das heißt, ich fange mit dem hier jetzt an und starte jetzt auch unten. Man könnte jetzt auch das Papier einfach umdrehen. Das ist jedem selbst überlassen. Und zwar gehe ich jetzt hier einfach in die Farbe rein mit kreisenden Bewegungen. Ich verwende übrigens hier wieder die Blender Brushes. Mit denen bin ich echt zufrieden. Die haben eine total schön weiche Bürste. Und genau, ich komme mit denen super klar. Auch die verlinke ich euch unten. Ich gehe jetzt immer wieder in die Farbe rein und trage mir die in kreisenden Bewegungen mit relativ wenig Druck auf dem Papier einmal auf. So, das reicht mir eigentlich schon. Ich nehme jetzt hier auch wirklich für die Rottöne immer hier dieselbe, ja. Na, hier dieselbe Bürste und mache mir die eigentlich auch zwischendurch gar nicht sauber. Also es kommt halt drauf an, je nachdem welche Farbe ich benutze, streiche ich mir die schon mal so ein bisschen auf so einem Küchentuch ab. Aber ansonsten bleiben die wirklich bei mir eigentlich immer so, weil da ja immer noch so ein bisschen Farbe drin ist, die ich denke, kann man ja beim nächsten Mal noch wieder mitbenutzen. Jetzt nehme ich ein bisschen hiervon. Von der Farbe will ich eigentlich nur so ein ganz kleines bisschen noch darüber haben. Jetzt nehme ich noch mal die von eben. Und verwische mir die beiden Farben so ein bisschen ineinander. Ich glaube, ich nehme jetzt hier doch noch einen anderen Ton dazwischen. Wie gesagt, das ist nur ein Beispiel. Ihr könnt auch die Rottöne gerade nehmen, die ihr da habt. Aber ich finde das auch immer ganz gut, einfach so ein bisschen auszuprobieren. Das hier, also das ist mit meinem liebster Rotton, weil ich den irgendwie von der Farbe mit am schönsten finde. Ja, wie gesagt, ich gehe einfach immer wieder, eigentlich auch ohne sauber zu machen, in die Farben rein und trage mir die hier einmal auf. Jetzt zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte von dem helleren, ich möchte gerne noch mal die hier unten so ein bisschen. Da streiche ich mir das jetzt hier einmal so ein bisschen auf dem Küchentuch ab, dass hier diese ganze dunkle Farbe nicht unten noch mal mit reinkommt, weil ja, sonst könnte man sich das so ein bisschen versauen. Und verblende mir hier unten die Kante noch mal ein bisschen, dass das einen weicheren Übergang hat. So finde ich das eigentlich ganz gut. Aber oben finde ich, soll es noch ein bisschen dunkler werden.
Deswegen kommen wir jetzt hier zu dem Aged Mahogany. Ob ich die Namen mal richtig ausspreche, da gibt es keine Garantie von mir. Das kann gut sein, dass man die ganz anders ausspricht. Jetzt ohne noch mal in die Farbe zu gehen, nehme ich mir das weiter unten in die Hand und gehe ganz leicht hier drüber, damit die Kante hier nicht so stark wird und das auch noch mal ja, so einen schönen weichen Übergang zur Mitte hin hat. So finde ich das ganz okay. Hier ist noch so ein kleinen. Und jetzt nehme ich mir noch Black Suit. Einmal so ein bisschen für den Rand. Da nehme ich jetzt nicht die rote Bürste, weil ich hier jetzt kein Schwarz drin haben möchte, sondern nehme mir hier die graue. Ich setze jetzt hier wieder auf der Glasmatte an, beziehungsweise ganz an der Kante, nicht hier in der Mitte, weil dann habt ihr da nachher so einen ja, schwarzen Punkt. Ich gehe halt hier von der Seite schon so mehr oder weniger, fange ich jetzt schon mit der Bewegung an, ohne dass ich angesetzt habe. Und ja, bewege die Hand halt immer näher zum Papier, bis ich das Papier berühre. Und dann hat man nämlich hier so eine ganz sanfte Kante. Und das mache ich jetzt einmal komplett hier oben. Für die Kante nehme ich noch mal ein bisschen Farbe auf. Mit dem Schwarz muss auch gar nicht zu viel sein. Das soll ja, wie gesagt, nur so ein bisschen an der Kante sein. Aber ich finde, das verleiht dem Ganzen noch mal so ein bisschen mehr Tiefe. Und ja, ich würde es jetzt eigentlich so lassen. Mache ich das mal eben ab und mache mal eben sauber. So, jetzt möchte ich gerne noch ein paar Sprenkler drauf machen. Da nehme ich hier gern wieder die schimmernde Aquarellfarbe von Kuretake. Und einmal weiß, da habe ich jetzt hier das. Da mache ich mir jetzt so ein bisschen auf meine Matte. Das hier ist jetzt eine weiße Gouache-Farbe von Schminke. Die ist etwas deckender als nur als Aquarellfarbe. Ja, und jetzt habe ich mir hier so einen etwas älteren Pinsel genommen und mache mir ein paar weiße Sprenkler da drauf. Verdünne mir das so ein kleines bisschen mit Wasser. Das ist so ein bisschen Schneien. So, das reicht mir an Weiß. Jetzt nehme ich noch Gold. So, und schon habt ihr eigentlich einen schönen ja, Winter-Weihnachts-Hintergrund. Ich habe das noch so ein bisschen mit Gold. Das schimmert jetzt hier auch ganz schön. Das ist jetzt, wie gesagt, hier habe ich noch so ein paar Schneeflocken mit Weiß drauf gestempelt und embossed. Das habe ich jetzt hier nicht gemacht.
weil es jetzt einfach nur mal gerade um den Hintergrund ging. Ja, und dann ist es schon fertig und da kann man jetzt dann noch eine Karte draus gestalten, wie ihr möchtet. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben!